So viel besser. Ja. Prost. Prost. Oh, Entschuldigung. Sind Sie blind? Verzeihen Sie, Sir. Lassen Sie mich helfen. Nehmen Sie Ihre Hände von mir. Das ist ein Armani-Hemd. Die Toilette ist da drüben, hinter der Bar, auf der linken Seite. Sie müssen gehen. Sofort. Was? Was glauben Sie, wer Sie sind? Sie ruinieren mein erstes Date. Nicht einmal die Handtrockner funktionieren in dieser Bruchbude. Wir lassen uns davon nicht die Pläne verderben. Okay. Wow. Oh, ich hole sie. Nein, nein, nein. Oh. Oh. So ein Sch... Ich danke dir vielmals. Nichts zu danken. Prost. Prost. Geht es dir gut? Es sollte ein alkoholfreier Mojito sein, aber irgendwas stimmt nicht. Mir geht's nicht gut. Ich muss nach Hause. Ich helfe dir. Okay. Ich bring dich zu meinem Auto, hä? Oh, wow, 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 wow. Warten Sie! Sie... Sehen Sie, was Sie gemacht haben! Sie werden dafür bezahlen! Sie lassen die Dame gehen. Sofort. Zwingen Sie mich. Wendy, was ist hier los? Ich bin der Besitzer. Erstens hat Ihre Kellnerin Wasser auf mich geschüttet und dann hat sie mich angegriffen und meine Armani-Hemd zerrissen. Sehen Sie? Er versucht, sie auszunutzen. Halt die Klappen. Sir, es tut mir leid. Wendy ist neu hier. Aber seien Sie versichert, ich werde ihr Manieren beibringen. Und ihr Hemd wird sie selbstverständlich bezahlen. Aber das ist nicht richtig. Er versucht, sie auszunutzen. Meine Liebe, willst du nicht mit mir gehen? Hey, sehen Sie? Keine Einwände. Entschuldigung. Aber er versucht... Komm. Du wirst nirgendwo hingehen. Aber dieser Verrückte versucht, Sammy sie auszunutzen. Perkins. Sie kennen ihn? Jeder in der Stadt kennt seinen Namen. Er ist der Sohn des Medienmagnaten Rupert Perkins. Ihm gehören alle Lokalzeitungen und Fernsehsender. Hören Nur sie, ein schlechtes Wort aus seinem Mund. Und zack, ist dieses Café erledigt. Hören Sie, es ist mir egal, wer dieser Kerl ist, okay? Er hat dir etwas verabreicht und er wird dir etwas antun. Möglicherweise hast du dich ja damit geirrt. Du bist neu, es ist Schichtende, vielleicht hast du es dir angebildet. Ich habe mich nicht geirrt, okay? Ich bilde mir die Dinge nicht ein. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen und ich... Wir müssen die Polizei anrufen. Gibt es irgendjemanden, der diese Anschuldigung bestätigen kann? Sieh dich um. Es steht dein Wort gegen seines. Wem werden Sie wohl Glauben schenken? Die Überwachungskamera. Sie haben direkt davor gesessen und das sollte alles aufgezeichnet sein. Ich rufe die Polizei an. Okay? Lass das. Das wird nichts bringen. Denn wenn die Polizei kommt, wird es keinerlei Aufnahmen davon mehr geben. Und dafür werde ich persönlich sorgen. Sind Sie auf seiner Seite? Sammy? Sammy Perkins ist ein Stammkunde hier. Er bringt viele Frauen hierher. Manche Frauen steigen einfach in sein Bett und andere brauchen eben Hilfe. In Form von K.O.-Tropfen? Das ist ein Verbrechen. Jetzt übertreib mal nicht. Wenn sie nicht mit ihm schlafen wollen würde, dann würde sie auch nicht mit ihm ausgehen. Sie hat ihm nicht zugestimmt. Ihrer Kleidung nach zu urteilen, war das ihre Intention. Da hast du deine Zustimmung. Morgen erinnert sich da keiner mehr dran. Niemand kommt zu Schaden. Ich würde dich also noch einmal höflich darum bitten. Lass Sammy in Ruhe. Mach uns lieber zwei doppelte Whiskys und lass uns den Vorfall vergessen. Das war keine Frage. Räum den Tisch ab und bring uns zwei doppelte Whiskys. Sonst bist du gefeuert.
Besser so. Wenn du meine Anweisungen befolgst, wirst du hier schnell Karriere machen. Dein Leben wird viel einfacher sein, wenn du endlich einsiehst, was der Zweck einer Frau wirklich ist. Einen Mann zu befriedigen. Wie man einen anständigen Drink macht, musst du noch lernen. Entschuldigung, ich musste Ihnen nur zeigen, wie sich diese Frau gerade fühlt. Wovon redest du überhaupt? Was hast du in den... Ich glaube, ich habe genau das Richtige getan. Komm schon, bleib einfach sitzen. Ich fühle mich nicht gut. Was? Ruf einen Krankenwagen. Ich werde dich selbst fahren. Nein. Bleib sitzen. Ich gehe nirgendwo mit dir hin. Okay, du bist selbst schuld. Sie hat Nein gesagt. Hauen Sie ab. Ich sollte Ihnen auch einen Drink machen. Vielleicht entspannen Sie sich dann. Ich liebe feurige Frauen. Sind Sie verrückt? Geht es Ihnen gut, Madame? Was ist los, Officers? Es kam ein Anruf, dass ein Mann eine Frau entführt hat. Ich habe angerufen. Dieser Mann versucht, eine Frau zu entführen und sie auszunutzen. Nein, 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 nein. Das ist ein Missverständnis. Ich entführe niemanden. Fragen Sie sie, okay? Sehen Sie das? Sie schläft einfach friedlich. Sie ist meine Freundin. Das ist die Aufnahme. Und sie erzählt eine ganz andere Geschichte. Geben Sie es her! Warten Sie, bis mein Vater davon erfährt. Es ist alles vorbei für Sie. Hören Sie mich? Sie können es ihm selbst erzählen. Von Ihrer Zelle aus. Kommen Sie. Wir bringen Sie ins Krankenhaus und machen einen Drogentest. Oh, danke schön. Kommen Sie, ganz ruhig.